Nach ihrem Erfolg in der Stichwahl im Oktober letzten Jahres wurde Jutta Steinruck nun offiziell ins Amt als Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen eingeführt. In der gut gefüllten Stadtratssondersitzung, die auch der Öffentlichkeit zugänglich war, betonte die ehemalige Europaabgeordnete ihren Tatendrang für positive Veränderungen. Vielseitigen demokratischen Mitgestaltung. Dieser Botschaft entsprechend wurde von einem Ensemble der Ludwigshafener Musikschule unter anderem Wind of Change gespielt. Auch diesen Januar wurde das neue Jahr traditionell vom Neujahrsempfang im Pfalzbau eingeleitet. Mit den über 1400 Gästen ließ man nicht nur das alte Jahr Revue passieren, der Blick richtete sich auch nach vorne zu neuen Herausforderungen der frisch gebackenen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Glück dabei soll nicht nur die klassische Neujahrsbrezel, dieses Jahr sogar mit veganer Hälfte bringen, sondern auch der Glücksbote schlechthin, der Schornsteinfeger. Im Rathauscenter Ludwigshafen fanden sich Prüfer der Bäckereiinnung sowie interessierte Bürger zur alljährlichen Brotprüfung zusammen. Hierbei werden allerlei Backwaren der teilnehmenden Bäckereien unter den fachmännischen Augen unabhängiger Sachverständiger nach verschiedenen Kriterien bewertet. Dazu zählen Struktur, Geruch und natürlich der Geschmack. Die Testergebnisse sind auf brotinstitut.de einsehbar und sollen sowohl Kunden bei der Produktauswahl als auch Bäckereibetreibende bei der Verbesserung ihrer Erzeugnisse unterstützen. Historisches ist in Ludwigshafen auf den ersten Blick kaum zu finden. Kratzt man jedoch an der Oberfläche, wie es vor dem Bau eines Rheindeiches bei Rheingönheim getan wurde, so kann sich Erstaunliches offenbaren. Nahe des heutigen Ludwigshafener Stadtteils befand sich im ersten Jahrhundert nach Christus ein römisches Kastell, dessen bewegte Geschichte nun im Ludwigshafener Stadtmuseum dargestellt wird. Das macht mich sehr, sehr glücklich, nach 6 Jahren im Stadtmuseum jetzt plötzlich mit einer archäologischen Ausstellung aufwarten zu können. Es gab viele Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner, die den Wunsch an mich herangetragen haben, dass wir mal was machen zur Römerzeit in Ludwigshafen. Die Römerzeit ist lang, die ist üppig, da haben wir innerhalb der Gemarkungsgrenzen verschiedene Fundorte. Da mussten wir uns also reduzieren und am naheliegendsten war, die Kastelle von Rheingönheim zu nehmen. Es ist auch der absolut spektakulärste Fundort. Von der ausgeklügelten Struktur des Bauwerks ist heutzutage nicht mehr viel zu sehen. Das Besondere an dieser Ausstellung ist für mich, dass man ein Bauwerk, nämlich das römische Kastell von Rheingönheim, hier wieder sichtbar werden lassen kann, obwohl wir vor Ort an der Stelle in Rheingönheim, wo das Original ist, eigentlich heute gar nichts sehen, außer Acker. Und hier können wir in Modellen, in Computeranimationen oder in zeichnerischen Rekonstruktionen den Leuten ein Bild vermitteln, wie es damals hier ausgesehen hat. Das erste Kastell wird um 40 nach Christus unter dem römischen Kaiser Claudius errichtet. Die Römer hatten vorher unter Caesar und Augustus Gallien erobert, waren bis an den Rhein vorgestoßen und haben jetzt den Rhein als Grenzfluss befestigt, haben in regelmäßigen Abständen Kastelle, also Militärlager, errichtet. Das erste Kastell wurde nach bereits relativ kurzer Zeit durch ein zweites, kleineres ersetzt. Wir vermuten, dass das ganz große Kastell, was zu Beginn gebaut wurde, dann gar nicht mehr so benötigt wurde, weil die Truppe vielleicht verkleinert werden konnte. Und um 70 nach Christus, in den Unruhen, die auf den Tod des Kaisers Nero folgten, da ist das jüngere Kastell, das kleinere und das Dorf, was sich außenrum gebildet hatte, zerstört worden. Die Häuser sind abgebrannt, die Menschen haben noch versucht, ihre Habe zu verstecken. Wir haben auch einen kleinen Schatz gefunden in einem Keller. Aber die Besitzer kamen nicht mehr dazu, den zu bergen. Deswegen haben wir Archäologen den fast 2000 Jahre später dann ausgraben können. Und wir haben auch tatsächlich Menschen gefunden, die damals gestorben sind, die erschlagen wurden. Also wo wir auch an den Knochen feststellen konnten, dass sie bei Gewalthandlungen ums Leben kamen, die ebenfalls in einem abgebrannten Kellerraum verschüttet waren. Der Einfluss auf die heutige Zeit ist differenziert zu betrachten. Also ein direkter Einfluss aufs heutige Ludwigshafen hat es wohl in dem Sinn nicht, dass sie jetzt halt hier eine Siedlung aufgebaut haben, die dann Bestand hat, denn das Kastell wurde zerstört. Und insofern gibt es keine dauerhafte Besiedlung und vielleicht prägt es jetzt dadurch, dass das eigentlich unsere Geschichte ist, dass wir hier im Besitz von einem wertvollen Bodendenkmal sind, das es zu erhalten gilt. Und insofern vielleicht prägt es im Nachhinein die Geschichte von Ludwigshafen. Die Ausstellung, die interessante Einblicke in die antike Geschichte der Region Ludwigshafen bietet, kann noch bis Ende Juli im Stadtmuseum betrachtet werden.
Katzen sind unumstritten das beliebteste Haustier der Deutschen. Da wundert es nicht, dass unseren vierpfotigen Freunden am letzten Februarwochenende eine ganze Halle gewidmet wurde. Neben Zubehörartikeln und Spielzeugen, die zu Verkauf standen, wurden in der Maimarkthalle auch die besten Katzen verschiedenster Rassen von einer internationalen Jury gewählt. In your pedigree to registered cats, there is a written standard of points, according to which you judge all the different breeds. And that's a very well-defined description of the size of the cat, the body build, the muscles, the boning, everything from the shape of the head, the eyes, the color, the pattern. So everything is defined, but in different cat breeds, there are different things that are important. In certain breeds, the color and the pattern of the coat is very important, while in others it isn't. In certain breeds, the shape and the length of the body is the most important thing. Then you get breeds where the unique tail or absence of the tail is very important, or the shape of the ears in your Scottish Folds and American Curls. So every breed has a different thing. I am not allowed to have a favorite breed of cat as an all breeds judge, but I have a first love. And my first love is a Seal Point Siamese. That was my first cat that I owned, and it still remains my first love. What I do not think we should be encouraging are the breeds where people play God and they mix all strange kinds of characteristics, like cats without hair and short legs and folded ears and no tail. I'm quite happy with the natural mutations that just spontaneously existed, like the Munchkin or the Manx cat or whatever. But I do not approve of mixing all of these and trying to create freaks just because we can. In our country, a very important part of the show are the household pets, the non-breed cats. And they are very much loved, and they're also on the shows, and they can also get titles. And there you just look at the general quality of the cat, how good it is, how friendly it is, how well it looked after, etc. Auf einiges können sich wohl alle Katzenfreunde einigen. What fascinates me about cats is their independence. They are very regal, noble, independent. They're not like dogs. The old saying is dogs have owners and cats have staff. And you need to earn a cat's respect and love. So when a cat really likes and loves you, it's a really good compliment. Hoffen wir also, dass es auch durch diese Veranstaltung viele glückliche Katzen und Katzenbesitzer gibt.